So, nicht großartig Zeit verlieren. Wir wollen zu unserem Besucher gucken. Den verfolgen wir wieder. Und hoffen einfach mal, dass er sich jetzt ganz schnell nach Südwesten bewegt. Macht er aber nicht. Komm schon, töte Elfen. Nö, bewegt sich nicht. Okay. Dann halt auf die harte Tour. Wo sind die Elfen? Die sind schon hier unten runter. Ja, schade. Wenn er jetzt die Tür unten zumacht, dann werden sie einfach hier rumlungern und irgendwann wieder verschwinden. Warum geht das Biest nicht von unten rum rein? Die Türen müssten doch offen sein. Gucken wir ganz kurz. Tür offen. Tür offen. Kurios, kurios. Also, sperren wir die Elfen jetzt aus oder nicht? Wir brauchen nichts von denen. Also machen wir mal eine Tür zu. L. Und gucken, was passiert. Die waren nicht hier im Dingens drin. Und bleiben jetzt anscheinend einfach stehen. Ja, bleiben einfach jetzt hier im Gang hocken. Okay, damit kann ich leben. Vielleicht entscheidet er sich ja doch um und nimmt gleich den anderen Eingang. Nö. Er hockt einfach da oben und atmet Kadaverdämpfe ein. Echt komischer Typ. Oh, und gehört die Stelle hier zu unserem Barrow für drinnen? Inside? Ah, tut es. Warum kommt dann keiner? So, die Miliz. Wollen wir die jetzt aktiv da lassen? Irgendwann werden die grumpig werden. Aber ich habe den Verdacht, wenn wir sie jetzt abziehen, dann wird sofort die Tür da eingereißt und das Viech fällt über unsere Festung her, das wäre nicht so gut. Also müssen wir einfach mal in Kauf nehmen, dass die irgendwie grumpig werden, die Zwerge. So, aber warum kommt jetzt da keiner hin? Gehört das hier noch? Ah, das gehört nicht zum Inside. Doch tut's. Vielleicht habe ich einfach nicht genug Zeit laufen lassen. Also die Ente kann schon mal hin und her laufen. Und ich habe auf jeden Fall auch genug Mechaniker. Aber die könnten mit was anderem beschäftigt sein. Also die gesamte Miliz ist schon mal Mechaniker. Das ist nicht so toll. Aber wir dürften auch noch zwei, drei extra haben. Guck mal ganz kurz zum Therapist. Mechaniker, Mechaniker. Ja, ein paar von den Haulern sind auch Mechaniker. Jetzt sind es noch ein paar mehr. Komm schon. Das Vieh hängt immer noch da. Wir könnten noch die Tür abreißen und dann noch eine Waffenfalle hinstellen. Oh, da kam gerade jemand an. Hat kurz irgendwas abgelegt und ist wieder abgehauen. Ah, wahrscheinlich dauert das einfach nur zu lange, weil wir da 10 Waffen reingesetzt haben. Na gut, nichts überstürzen. So ein Biest kann schon mal ein ganzes Fort auslöschen. Vor allem, wenn deren Blut giftig ist oder die irgendwelche Krankheiten verbreiten. Das kann richtig übel enden. Oh. An Ambush, Cursem. Sehr schön. Also die Goblins nehmen jetzt den unteren Eingang, der hier immer noch offen ist, und schlachten jetzt fleißig die Elfen ab. Und umgekehrt. Das interessiert mich jetzt soweit aber nicht, denn ich denke mal, die Elfen gewinnen. Und wenn nicht, haben wir immer noch jede Menge Fallen hier oben, unsere Käfigfallen. Da dürften die nicht so schnell durchkommen. So. Also, wieder nach oben. Mal gucken, was zuerst rauskommt. Die Goblins oder die Elfen? Und warum gehst du nicht runter? Hast du Schiss? Ah, also. Okay, anscheinend haben die Goblins gewonnen. Über Leichen, Leichen. Was sagt die Einheitenliste? Wir haben noch 6 Crossbowmen. Wir haben keine Händler mehr. Gut, aber 6 Armbrustschützen kommen auf keinen Fall durch unsere Waffenfallen, durch unsere Käfigfallen durch. Das ist schon okay so. Also nach oben.
Was macht unser Gast? Der hängt immer noch da. Was macht unsere Falle? Aber da flitzt immer einer hin und her. So einer in Rot. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Grafik ist für den Mechaniker, aber würde Sinn machen. Ich bin versucht, jetzt irgendeinen anderen Kleinkram zu machen. Oh ja, ist definitiv ein Mechaniker. Der hat gerade einen Mechanismus in der Hand. Oh, und sehr schön, die Falle ist fertig. Dann machen wir doch mal die Tür dazu. Und die Tür da auf. Und gucken, ob er sich bewegt. Nö. Vielleicht wird er gar nicht von den Türen abgehalten und er entscheidet sich einfach nur dafür, nicht reinzukommen. Das wäre jetzt komisch. Na gut, machen wir ganz kurz das Mandat hier. Ja, 3 Crossbows. Wooden Crossbow 3. Dann hilft das nichts. Die Tür wird jetzt auch aufgemacht. Ändert das etwas? Nein. Wir könnten jetzt die Milizen ein bisschen weiter vorstellen, in der Hoffnung, dass sie ihn runterködern. Aber ich denke mal, unsere Zwerge werden dann eher ihm entgegenstürmen, als dass er zu unseren Zwergen läuft. Wir reißen die Tür einfach ab. Ne, nicht die Tür. Stopp. Stop Removal. Die Tür. X. Remove Building. So, Tür ist weg. Und er kommt runter. Sehr schön. Du stehst mitten auf der Waffenfalle. Was machst du da? Hauler. Du willst die Tür mitnehmen? Hm? Nee, die Tür bleibt jetzt da liegen und ist verboten. Oh, die ist noch gar nicht abgebaut. Was war das? Da sind gerade ganz lange Spinnenweben lang geflogen. Und wo ist das Viechchen? Einheitenliste. Andere. Uninvited Guest. C. Oh nein, der kann ja fliegen. Ja, wenn man fliegen kann, tritt man wohl in keine Fallen rein. Das ist jetzt nicht so gut. Also, S, Shift A. Töten. Gogo, damals so cool, Mut, Forgotten Beast. Töten. Oh, der scheint verletzt zu sein. Dann ist er vielleicht doch in die Fallen reingetappt? Nö, er ist gar nicht verletzt. Er blinkt nur, weil er es kann. Ah, noch ist da keiner verletzt. Gut, gut. Überall Spinnenweben und da ist jede Menge Blut. Das Forgotten Beast ist verletzt. Ein Zwerg ist tot. Oh. Zwei. Nein. Einer unserer Hauler ist in unsere Falle getappt und ist daran gestorben. Und unser Wachentlein ist tot. Oh, wenn unser Wachentlein tot ist, heißt jetzt die Goblins kommen. Oder war das hier oben irgendwo? Das kann ich jetzt echt nicht gebrauchen, dass von beiden Seiten Gegner kommen. Nee, Wachente steht noch. Sehr schön. Da war das irgendeine andere Ente. Damit kann ich leben. Wieder hoch. So. Miliz prügelt schön auf das Forgotten Beast ein. Von Miliz ist anscheinend noch keiner gestorben, aber der hier ist ohnmächtig und unglücklich. Ja. Der zweite Zeh am rechten Fuß ist gelb. Ja. Oh. Ist das Vieh tot? Da ist jemand in Extreme Pain. Das klingt nicht gut. Nee, das Viech ist einfach nur eine Etage runtergegangen. Und hat da jemand umgebracht. Ein Hammerzwerg-Golle ist tot. Seetang-Togen ist tot. Nein, das ist einer unserer ganz alten Zwerge. Das ist nicht gut. Aber
Er ist schon sehr stark verletzt. Seine rechte Lunge ist blau. Blau kenne ich noch gar nicht. So, komm schon. Knüppel ihn nieder. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ha, aber irgendwie kriegen unsere Zwerge keinen Schaden, bis sie auf einmal tot sind. Vielleicht hat er irgendwie ein Gift oder dergleichen. Das könnte sein. Überall Spinnenweben, die können wir nachher einsammeln und daraus Seide machen. Hust, hust. Bin ja gar nicht berechnet oder so. Oh. Da ist der Unaussprechliche, kriegt aber auch keinen Schaden. Aber die kommen vielleicht gar nicht vorwärts, das könnte natürlich auch sein. Also seine rechte Lunge ist jetzt nicht mehr blau, die ist jetzt gelb. Und sein Trunk ist rot. Oh, Trunk könnte doch sowas sein wie ein Schwanz oder ein anderer Körperfortsatz. Der pumpt hier immer neue Spinnenseide rein, also Spinnenweben. Die anderen laufen ja alle panisch hin und her. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber kommt schon, Miliz. Schlagt euch durch die Spinnenweben durch und bringt das scheiß Viech um. Oh, da war gerade Geogon. Ja, Trunk ist rot. Soweit so gut. Da ist jemand in Pain. Also hat Schmerzen. Noch irgendjemand gestorben? Nein, nur jede Menge Fehlermeldungen. Und ein Masterpiece wurde zwischendurch hergestellt. Ja, das Leben geht halt weiter. Nö, stirbt keiner. Und auch das Biest nicht. Außer es blutet nach und nach aus. Das wäre natürlich richtig praktisch. Aber ich glaube, es gab keine Nachricht, dass es blutet. Ah, aber dafür wird der Rest nach und nach angeditscht. Komm schon, haut das Viech nieder. Und zwischendurch sollte ich immer mal wieder nach den Goblins gucken. Nicht, dass wir da irgendwie überrascht werden. Aber nein, alle Fallen sind noch da. Sagt die Einheitenliste. C. Die hocken einfach hier oben, wo die Elfen waren. Na gut. Dann starren wir weiter auf diesen epischen und doch nicht so epischen Kampf, weil nichts passiert. Also ich glaube, selbst wenn das Viech hier wegkommt und unsere Miliz umbringt, wird es Ewigkeiten dauern, bis die unsere ganzen Zwerge umgebracht hat. Also wir machen dann einfach einen zweiten Miliztrupp in der Zwischenzeit. Das könnte ich sowieso einfach machen. Ich mache jetzt mal ganz kurz noch einen zweiten Miliztrupp. Wir hätten gerne einen neuen Squad. Und zwar noch einen Hammer-Squad. Und da packen wir jetzt einfach Howler rein. Und die greifen von der anderen Seite an. In der Hoffnung, dass dadurch entweder sie an die Spinne rankommen und ein paar Schläge reinkriegen, oder dass die Spinne sich umdreht und in die andere Richtung die Spinnenweben spuckt und unser richtiger Miliztrupp da aufräumen kann. Ah, hoffentlich haben wir noch Kupferrüstung. So, die kristalline Virtues sind unser zweiter Miliztrupp und den aktivieren wir gleich. Shift B. Sammel dich mal da unten. So, die laufen jetzt hoffentlich erstmal los und sammeln Rüstung und Waffen ein. Oh, da kommt schon einer. Ist das unser neuer Trupp? Ja, unser Rekrut haut da schon mal von der anderen Seite drauf, das ist gut. Da kommt der nächste und die kommen alle ran. Sehr schön. Genau so habe ich mir das gedacht. Ha, super. Viech ist tot. Ist es da, oder? Einheitenliste? Andere? Nö, ist es nicht. Es sind nur zu viele Zwerge drauf gestapelt. Aber doch. Langsam ist alles gelb, braun und rot. So muss das sein. Da haut das Viech jetzt in die andere Richtung. Das heißt, unser eigentlicher Miliztrupp müsste näher rankommen. Zwischendurch sind noch ein paar Kampfhunde, die mit reinbeißen. So muss das sein. Ups. So. Aber das zieht sich trotzdem. Ist irgendjemand gestorben in der Zwischenzeit? Das Biest war kurzzeitig enraged. Aber nee, keine Todesnachrichten. Sehr schön. Also es ist einfach nur ein richtig, richtig zähes Biest. Dafür verursacht es fast keinen Schaden.
Komm, muss ich jetzt noch einen dritten Trupp aufstellen, oder was? Die ersten Milizionäre werden hungrig und durstig. Ah, ist immer noch dazwischen. Hoffentlich kann es überhaupt sterben. Es gibt ein paar, die können nicht sterben, weil die keine inneren Organe haben und dergleichen. Das wäre natürlich sehr lästig. Oh. Da hat was geblinkt. Ode Nishkol ist gerade Wrestler geworden, weil er so viele ohne Waffen kämpft anscheinend. Die beiden hier auch. Die hatten gar keine Zeit, ihre Hämmer zu nehmen. Weswegen der Kampf wahrscheinlich auch so lange dauert. So, zeig mir deinen Schaden. Oh, er ist winded. Das heißt, er hat jetzt schon so viel gekämpft, dass er müde wird. Und sein Trunk wurde abgeschlagen. Hast du irgendwas eigentlich in der Hand? Nö, nur ganz viel Blut und andere Flüssigkeiten auf dir verteilt. So, haha. Gibt es extra eine Nachricht dafür? Webbed. Nö. Aber das Viech ist tot. Sehr schön. Hat es irgendwas auf dem Boden gelassen? Nervengewebe von meinem Hund. Eine Eisenbrustplatte, eine Stahlbrustplatte. Die kommen alle von unseren Zwergen. Komm schon, wo ist das Forgotten Beast? Ein Yak-Roast. Das stand doch hier irgendwo. Da. Gugu Stahlbrust. Mutilated Corpse. Hat nichts dabei. Das finde ich allgemein ein bisschen schade. Also dass Drachen und Greife und andere Forgotten Beasts und Titanen und so weiter, die haben nie irgendetwas Sinnvolles dabei. Die laufen einfach nackig hier rein, versuchen alle umzubringen, sterben dann, da hat man eine Leiche. Okay, man kann mit den Knochen ein bisschen was anfangen, wenn man sehr viel Micromanagement macht. Aber sonst bringen sie nicht so viel. Na gut. Machen wir jetzt einen kleinen Cut und in der nächsten Folge gucken wir, was von unserer Miliz übrig ist. Und eventuell füllen wir dann einfach die Lücken aus dem ersten Trupp mit dem neuen zweiten Trupp auf. Aber das gucken wir dann gleich. Also bis denne.